Die größte Baustelle im deutschen Fußball ist offenbar geschlossen. Nach Informationen der Sportbild hat der FC Bayern einen Nachfolger für Trainer Jupp Heynckes gefunden. Demnach übernimmt Niko Kovac, derzeit noch Coach von Eintracht Frankfurt, zur kommenden Saison die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Der 72 Jahre alte Heynckes selbst, der am 9. Oktober 2017 Nachfolger des entlassenen Italieners Carlo Ancelotti wurde und mit den Bayern am vergangenen Samstag die deutsche Meisterschaft vorzeitig gewann, war der Wunschkandidat der Clubführung um Präsident Uli Hoeneß für Besetzung des Trainerpostens ab der kommenden Saison. Doch Heynckes lehnte eine Weiterbeschäftigung über das vereinbarte Vertragsende im kommenden Sommer strikt ab. Nachdem auch Thomas Tuchel abgesagt hatte, galt Kovac als Favorit der Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die sich klar für einen deutschsprachigen Trainer ausgesprochen hatten. Kovac bringt Buda als Co-Trainer mit. Kovac stand als Spieler von 2001 bis 2003 bei den Münchnern unter Vertrag und hat seitdem ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić. Wie die Bild berichtet, wird Kovac sein Bruder Robert ebenfalls als Spieler bei Bayern aktiv, als Co-Trainer mit in die bayerische Landeshauptstadt bringen. Zudem soll ihm Peter Hermann, der aktuelle Assistent von Jupp Heynckes, an die Seite gestellt werden. Punkt. 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 Kovac hat Ausstiegsklausel. Eintracht Frankfurt und Kovac hatten in der vergangenen Woche den Gerüchten um einen bevorstehenden Wechsel des Coaches zu den Bayern noch deutlich widersprochen. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass ich im kommenden Jahr hier Trainer bin, sagte Kovac. Dass die Bayern Kovac nun trotzdem ohne große Widerstände verpflichten können, liegt daran, dass sich der 46-Jährige bei seiner Vertragsverlängerung bei der Eintracht im Dezember 2016 eine Ausstiegsklausel speziell für den FC Bayern hatte schreiben lassen. Die Bayern überweisen demnach 2,2 Millionen Euro nach Frankfurt. Kovac ist seit März 2016 Trainer der Eintracht und führte die Hessen überraschend auf Europapokalkurs. Zuvor war der langjährige Bundesliga-Profi als kroatischer Nationalcoach tätig.